Nicht nur, dass du lebendig begraben bist, sondern auch die Enge wird mir ohne Scheiß zu schaffen machen. Alter. Oh, da liegen Batterien. Aua, Alter, hör! Geh mir aus dem Weg! Ich will die Batterien haben. Die liegen hier. Zwei. Aua, hör doch auf damit! Geh mir nicht auf den Sack. Meine Güte, geht er mir auf den Sack, der Penner. Wie der mich anguckt. Wo muss ich lang? Alter, soll abhauen, Alter. Uah. Geh weg. Schickster Maggi. Wo muss ich hin? Der soll abhauen, Alter, ist der eklig. Ah. Sind die schon wieder irgendwo fallen? Ja, verfolge ich mich immer noch, kann das sein? Uah, das sind noch mehr, Alter. Uah, geht weg. Uah, wie die hier durchkrabbeln, Alter. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Alter, oh, lass mich! Aua. Na, duck dich doch. Alter, wieso duckt er sich denn nicht? Was ein dummes Kackspiel. Verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Boah, das wird mich im Wahnsinnsmodus jetzt sowas von aufregen. Also, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr, ey. Da hältst du Kreis gedrückt und dann geht's ja nicht da drunter. Was ein dummes, behindertes Mistspiel. Entschuldigung, das musste ich jetzt gerade loswerden. Mann, ey. Riecht mich das gerade auf. Komm in den Sack! Mein, ich tritt dir ins Gesicht, du Penner. Boah, es ist eine behinderte Stelle. Meine Güte. Alter. Entschuldigung. Tut mir leid, aber ist doch wirklich so, ey. Riech mich das auf. Meine Güte. Lese ich jetzt nicht. Habe ich keinen Bock mehr auf dich, Spiel. So. Tut mir leid, aber ist wirklich so. Hat mich gerade total aufgeregt. Das war so sinnlos eigentlich, der Tod. Meine Güte. Das war eigentlich so... Ja, ja, ja. Ist ja gut. Was? Was nimmt denn da auf? Oh. Hm. Ich finde, das Spiel sollten sie verfilmen. Ja, finde ich auch. Mit der schönen Kackstelle. So find my way to the mine. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Oh Gott, also die Waldstelle hier ist, finde ich persönlich, bis jetzt so die fürchterlichste. Wo ich die Befürchtung habe, im Wahnsinnsmodus wird das die schlimmste Stelle. Die anderen Stellen gingen alle noch, aber die hier, oh Gott, da sehe ich echt schwarz. Da sehe ich echt schwarz. Ein Fehler und dann kannst du den ganzen Kacken mal von vorne machen. Aber egal, ich freue mich drauf. Und wieder runterrutschen. Yay. Runterrutschen ist das neue Durchrutschen. Okay. The mine. That's gotta be it. Ah, die Mine. How the fuck do I get down there? Wie lange es jetzt gedauert hat, bis wir da... Oh Gott. Bis wir da waren. Oder bis wir in der Nähe sind. Ein Zettel. Tut mir leid. Ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt und damit in den Himmel zu klettern. Wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Ja, war ja klar. Toll. Und jetzt? Shit. I can't. A rope. I just need a rope.
finde ich gut. Wo soll ich denn jetzt hin? Wo... Hä? Ah, hier. Hallo? Leute, ich brauche ein Seil. Habt ihr irgendwo ein Seil? Ah ja. Die Kollegen schon wieder. Das Seil wird wahrscheinlich nicht direkt vorne in der ersten Hütte liegen, vermute ich mal. Oh. Udo? Udo! Udo! Oh, ich spiel das Cello. Jeden Saal. Jeden Saal in unserer Gegend. Dualshock-Controller fast leer. Ja, fick dich, deine Mama ist leer. So, Entschuldigung. Horizon. Hallo. Hier ist das Seil. Ich habe das Seil gefunden. Wie kann ich das Seil zerschneiden? Mach es, nimm es weg. Oh, was ein Zufall. Toll. Wow. Jetzt muss ich da nochmal hin, oder was? Das muss ja hier irgendwo sein, ne? Thanks. Ja, nimm es mit. Mann, verdammt. Lass mich, lass mich. Du bist doof. Du stinkst am Maggi. Geh weg. Ah, ich hänge. Fuck, ich hänge. Oh, wie dumm. Ich hänge voll. Ach, halt die Schnauze. Geh mir nicht auf den Sack. Ihr stinkt alle nach Maggi. Obwohl Maggi lecker ist. Boah, es ist ein behindertes Kackspiel gerade. Ohne Scheiß. Ist das ein behindertes Kackspiel gerade? Meine Güte, geht mir das gerade auf den Sack. Ach, er schon wieder. Habe ich das Seil jetzt oder nicht? Wir haben das Seil bestimmt nicht, ne? Ach doch, wir haben das Seil. So, wo muss ich denn hin? Ach so, hier ist die Stelle mit dem... Ach so. Ah ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ach, der kommt jetzt auch noch. Ah ja, wäre ja zu einfach sonst. Warte mal, wir sind von hier gekommen, glaube ich. Glaube ja. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, hier. Juhu. Kann er sich ein bisschen beeilen? Ciao! Don't touch me! Don't touch me! Hands off me! Touch the scuss me! Out of you! Hey! Hey, no! Doch, doch! Oh oh. Oh oh. Ich finde die Schule am schlimmsten eigentlich. Nee, aber gerade geht mir das voll auf den Sender. Ohne Spaß. Das ging mir gerade tierisch auf den Sender. Diese lächerliche Sterben gerade. Komm ich hier rüber? Nee. Hey, die Schule. Muss ich hier hoch? Nee, ne? Oh nein, nicht schon wieder der Zungenkuss Klaus. Oh.
Ich renne hier einfach mal durch. Ich habe ein bisschen... Habe ich schon erwähnt, dass ich Stille hasse in Horrorspielen? Die Tür oben. Alter, ist flackern. Hä? Das war doch gerade noch... War da gerade nicht noch anders, der Raum? Was war das? Wo soll ich hin? Ciao! Alter, wow, lass mich, du Penner, lass mich, ciao! Wo muss ich hin? Jetzt bin ich draußen, aber, hä? Hier vielleicht? Nein. Alter. Ich finde die Schule am schlimmsten. Also vom Horroraspekt her. Von der nervigsten Stelle fand ich bisher den Wald, wo wir gerade sind. Aber vom... Gruselfaktor? Ich bin gruselig. Finde ich die Schule am schlimmsten. Aber wo muss ich hin? Da ist das Treppenhaus, wo wir gerade waren. Da vielleicht, da irgendwo, da, oder? Hier? Nee. Hä? Hat er einfach zugemacht, der Drecksack. Da ist irgendwie... Erinnert mich auch sehr stark an Silent Hill. Also ich finde, an Silent Hill erinnert mich das sehr stark. Ich finde, die haben einige Sachen abgeguckt. Der zweite Teil erinnert sehr stark an einige Horrorspiele und Horrorfilme. Sehr, sehr stark. Aber trotzdem eigenes Konzept immer noch. Und wo komme ich denn weiter? Verstehe nur den Zusammenhang zwischen Schule und Wald nicht. Ich auch nicht. Und vor allem, wo geht's weiter? Ich werde hier wahrscheinlich endlos erfrieren. Aber sehe ich hier irgendwas? Ich gucke mal, was haben wir hier? Ein Mülleimer? Hier ist noch eine Tür, haben wir die schon? Die geht nicht offen. Cool, wir haben sogar... Na klar. Oh geil, das Leitergeräusch aus dem ersten Teil. Wie geil. Boah, wäre das jetzt voll der Twist, wenn jetzt hier die Tür aufmachst und dann auf einmal bis im ersten Teil. Boah, das wäre voll der Plot-Twist. Das wäre voll der Plot-Twist. Und auf einmal bist du so ein Patient aus dem ersten Teil. Ich würde so abfeiern. Ich würde sowas von abfeiern auf einmal. Du warst eifersüchtig, du hattest Angst. Was ist das? Klettert da hoch. Flexi, bitte ins Sekretariat. Ja, genau. Ein Verband. Wir haben genug Verbände. Aber eine Batterie. Wie viele Batterien haben wir eigentlich? How the fuck do I get out of here? 4 Batterien. Wow, cool.
So, das ist also die... Ah, wir sind jetzt hier in der Küche. Oh, guck mal, Milch gibt es hier in Überfluss. Milk. Guck mal, die Good Morning Milk. 2% Good Morning Milk. Und was haben wir? Hör auf zu wackeln. Jamie Mayonnaise. Very old fashion. Okay. Wie geil, wie detailliert das ist, dass man das alles so lesen kann. Guck mal, man kann sogar hier... Ja gut, das nicht, aber ansonsten... Das ist schon cool. Ich mag sowas bei Spielen, wenn man es echt so lesen kann, ohne... Warte. Okay. Wenn man echt sowas lesen kann, ohne irgendwas anklicken zu müssen oder so. Komme ich hier raus? Nein. Okay. Ah, ein Zettel. Keine Ahnung, irgendwie Zunge zeigen und so. Jessica! Come here. Jess! Hey! Quick. Ich sehe nichts. Jessica, can you hear me? Warte mal, kann ich noch mal eben kurz hier das Video gucken? My savior, kind of. Was? Oh God, the sun. Look down upon thy little one. O light of light, keep me this night, and shed round me thy presence bright. I need not fear if thou are near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun. Look down upon thy little one. O light of light, keep me this night, and shed round me thy presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. O God, the sun, look down upon thy little one. O light of light, keep me this night, and shed round me thy presence bright. This way, Blake. Jess, are you there? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Sie ist Jessica. Einfach Jessica. Und wir träumten den Haarstaub aus dem Regen. Und die lagen jeden Tag neu. La 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 la. Wo lang ist denn richtig hier? Die hieß Jessica. Einfach Jessica. Jo, ein bisschen Silent Hill steckt drin. Genau, Silent Hill finde ich steckt ein bisschen drin. Und sogar, Until Dawn. Ui. Schon wieder gerutscht. Juppie. So, sind wir jetzt endlich an der Mine angekommen, oder? Da liegt eine Batterie. Batterie. The lake. Okay, get to the other side of the lake. Toll. Eine Batterie. Eine Batterie. Hallo Freunde. Ich komme. Batterie in der Haus. Wo ist denn... Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Okay. Das ist die Mine da oben, oder was? Alter, wie weit weg die noch ist. Voll übertrieben. Da leuchtet irgendwas.
War es, achso, es war nur das Fass, ne? Was oben links im Bild ist. Was ist denn hier? Voll... Lol. The lake smelled like chemicals and dead things. Mhm. Ich hab mal eben... Kleinen Moment. Tut mir leid, ich muss mal eben ganz kurz... warte mal eben. Muss ein klein wenig heller machen. Ich find's gerade in der Aufnahme sehr dunkel, muss ich sagen. Ich hoffe, es ist besser. Zumindest jetzt. Aber wie cool das einfach aussieht, das Spiel. Okay, hier ist zu. Mhm. Obwohl man hier reingucken kann, kommt man hier leider nicht rein. Da ist irgendwas... Ah, unten runter kommt man irgendwie da rein. Ich schau mal, ob es hier irgendwie einen Weg gibt. Zumindest war in der Mitte irgendwie eine Luke. Vielleicht kommt man hier... Kriechen ist übrigens auch ganz neu bei dem Spiel. Das gab es beim ersten Teil auch nicht. Man konnte sich nur ducken. Ein Zettel. Juhu. Werde ich gleich lesen, wenn wir eben hier kurz die... Ah. So, dann lesen wir mal eben, was da drauf stand. So, Wahl. Ergib dich, lass dir von diesen Männern helfen und ich verspreche, dass du nicht mehr leiden wirst, als notwendig ist. Du musst wissen, dass du vom Feind verseucht bist und dass du diesen Pfad jetzt und für immer bereuen wirst. Ich liebte dich und liebe dich noch. Und Gott liebt all seine Geschöpfe, selbst die Verlorenen. Komm mit uns, hilf uns, die Erlösung zu finden. Gott liebt dich, Papa, vergib dir, Knoth. Eieieiei. Hurra! Hallo? Ja! Eine Batterie! Warum kommt die Musik gerade? La 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 la! La 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 la! La la la! Titanic! Der Anusmond! Okay. Ich vermute, dass wir da hinten hin müssen, wo das Lämpchen ist. So. Ob ich echt durchspiele, weiß ich noch nicht. Vielleicht nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass ich gleich so langsam zum Abschluss komme. Ich hätte gedacht, dass wir es durchspielen, aber... geht da doch länger, als ich dachte. Und das im Wahnsinnsmodus. Ich habe Angst. Alter, 43 Zuschauer! Hallo! Danke. Und willkommen zur Let's Play Live Show und zum Live Let's Play. Und waren wir hier schon? Eine selbstständige Tür. War offen. Mhm. War das eine gute Idee, lang zu laufen? Hier waren wir auch noch nicht drin. Gucken wir mal. Ein Schuh am Tisch. Mysteriös. Nee, ich will noch nicht raus. Ich will erstmal... Warum sind hier so viele Hütten? Und warum sind die alle... Das Mysterium Taschenlampe. Ich glaube, ich rufe echt mal ProSieben an. Galileo Mystery. Die sollen das echt mal untersuchen. Kann ja nicht sein, dass sie überall ihre Taschenlampen haben. Aber nicht eine können wir aufheben. Das ist ja gruselig.
Alter, 40 Zuschauer, vielen lieben Dank. Ich wollte eigentlich gar nicht hier hinter sein, aber gut, wenn das so ist, dann ist das so. Ah, wir haben 4 Batterien. Ja, ich bin echt stolz auf uns, dass wir es echt so weit gebracht haben. Kann nicht jeder von sich behaupten. Aber die... Matt, was hat denn... Ja, ich bin gespannt auf diese Stelle da in der Schule, wie die anderen sich da schlagen. Was ist denn? Ist das ein Schiff? Ist das ein Schiff oder was soll das sein? How am I gonna get across that lake? Also jetzt wird's strange. Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization, maybe. Ach so, ein Radio Tower, das sieht aus wie ein Schiff. Second, I was dumb enough to think I might not die. Radio Tower soll das sein? Das sieht von hier aus wie ein Schiff. Weißt du, da so die hier so das hinten, das Bug und so und tralala und hier oben so dem. Ist egal, ich hab nichts gesagt. Es war kein Schiff auf dem Berg. Flex, du bist ein Held. Kann doch sein. Kann doch alles sein. Ich glaube. Jetzt schubst mich einer runter. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir machen... Oh, guck mal. Help. Jetzt haben wahrscheinlich meine Vorgänger, die das gespielt haben, hier geschrieben und haben dann irgendwann aufgegeben. Ich würde sagen, mit diesem schönen Ausblick würde ich mich gerne verabschieden in eine weitere Folge Outlast 2. Und, oh ja, ja, ich hoffe, es wird besser... wie die letzten paar Male im Wald. Und dann werden wir wahrscheinlich die Mine, denke ich mal, erreichen. Und ich schalte dann wieder ein, wenn es heißt Outlast 2, pure Horror mit Flex. Und ich würde sagen, tschüss!